Okay. Was wir machen, ist eine Übung für die Beine, für den Oberkörper. Ich stelle es mal von der Seite, da ist es leichter zu sehen. Du knickst die Beine ein, du gehst so weit runter, wie es dir möglich ist und versuchst dann, die Knie auf den Boden zu bringen. Aber nicht bumba, sondern sanft die Knie. Du gehst zum Knie, kommst zurück und kommst hoch und streckst die Beine, streckst vielleicht die Arme nach oben und knickst die Beine ein, Knie, Hüften. Gesäß zurück, nach oben. Das Tempo bestimmst du, wie tief du kommst, bestimmst du. Knie, Hüften, zurück, Füße. Ja, wie gesagt, du musst nicht so tief kommen, wenn du so tief kommst und dich wieder streckst. Wenn du das ein paar Mal geübt hast, wird es tiefer gehen. Es wird dir vielleicht helfen, einen Stuhl vor dich zu stellen, dich festzuhalten, dass du dich an dem Stuhl festhalten kannst, dass du wieder hochkommst, dich vielleicht auch aufstützt. Das ist eine Hilfe. Und mit der Zeit wird das Tiefe entstehen. Umso tiefer die Völker, die tief sitzen können, die Beine ganz einknicken können, haben meistens keine Knie- und Hüftprobleme und auch keine Fußgelenkprobleme. Die Leute, die viel sitzen auf Stühlen, die sich nicht bewegen, haben die Probleme mit den Knien. Ja, also wie gesagt, einknicken, wie tief auch immer, sich ruhig einen Stuhl vorstellen oder eine Wand oder was auch immer. Die Knie versuchen dann auf den Boden, die Hüften, im Zweifelsfall das Brustbein, ein, hoch, Knie, Hüften, Brustkorb, Gesäß, knicken, strecken, ein, Knie, Hüften, Brustbein, Arme, hoch.